Wenn wir über die Geschichte des Pharmakartells sprechen, wie es überhaupt sein kann, dass wir jetzt erst aufwachen, dann fängt das hier im Jahr 25 an, 1925. Die IG Farben, ein Zusammenschluss aus Bayer, BASF und Höchst, wird eine gemeinsame Aktiengesellschaft. Firmenwert damals schon 11 Milliarden Reichsmark, Anzahl der Beschäftigten über 80.000. Größter Pharma- und Chemiekonzern der Welt. Der einzige Konkurrent, allerdings mehr im Ölgeschäft, ist über dem Atlantik drüben die Rockefeller-Gruppe. Standard Oil, Esso, Exxon, kennen Sie. 1929 trat man sich, diese beiden Kartellgruppen, in der Welt so sehr auf die Füße gegenseitig, dass man zu einer Absprache kam. Man teilte die Welt auf. Also ähnlich wie die Gangstergruppen in der Bronx und Manhattan sich die Stadt aufteilen, so haben die das mit der Weltkugel gemacht. Sie lachen, es war ganz genau so. Standard Oil bekam das weltweite Ölgeschäft und das Chemiegeschäft in den USA. IG Farben bekam das weltweite Chemie- und Pharmageschäft und das Ölgeschäft in Deutschland und Zentraleuropa. Doch die IG Farben dachte gar nicht dran, sich daran zu halten. Sie investierten zielgerichtet in den Aufstieg einer Partei. Der hier. Sie wurden zum größten Finanzier der Machtergreifung dieser Partei. Warum? Die Dokumente des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals zeigen, dass der Dritte Weltkrieg nicht in Berlin vorbereitet wurde, sondern hier in der Konzernzentrale in Frankfurt. Erste Phase des Eroberungsfeldzugs für das Chemie-, Pharma- und Ölgeschäft war der europäische Markt. Zweite Phase war die Übernahme der Kolonien Großbritanniens. Dritte Phase war schließlich mit dem amerikanischen Kontinent die ganze Welt. Voraussetzung für diesen teuflischen Plan war natürlich, dass man aus einer Demokratie eine Diktatur macht. Und so passierte es, dass am 27. Januar 1933 in Berlin das Parlament brannte. Der Reichstag. Die Verantwortlichen waren die politischen Gegner, die Gewerkschaften. Sozialdemokraten, die wurden am nächsten Tag gleich verboten. Die Bürgerrechte wurden aufgehoben. Das ist hinreichend bekannt. Was nicht bekannt ist, ist dieses Bild hier. Auch ein Dokument aus den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gegen die IG Farbenindustrie. Wann war der Reichstagsbrand? 27. Februar 1933. Dieses Schreiben 27. Februar 1933, von der IG Farben an das Bankhaus der Nazis. Wir überweisen morgen früh 400.000 Reichsmark auf Ihr Dreihandkonto. Eine Auftragsarbeit, dieser Reichstagsbrand, im Interesse der Abschaffung der Demokratie und dem Aufbau einer Diktatur, die diesen Wirtschaftsinteressen den Krieg ermöglicht. Sechzig Jahre lang wurde den Menschen auch in Österreich erzählt, Nürnberg, Kriegsverbrechertribunal, die wurden gehängt. Göring hat sich das Leben genommen, die anderen wurden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Kaum einer weiß, auch nicht die jungen Menschen, dass es insgesamt 13 Verfahren gab. Und das Verfahren Nummer 6 war ein Jahr lang das Verfahren gegen die IG Farben, also BASF, Bayer und Höchst. Und die finanziellen Verwicklungen für die Machtergreifung dieser Gangstergruppe der Nazis. Wir haben gesucht, 10 Jahre lang. Wir konnten nicht verstehen, dass diese entscheidenden Dokumente nicht zu finden sind. Und wir haben sie schließlich gefunden und im Juli dieses Jahres über 40.000 Seiten ins Internet gestellt. Für diejenigen, die das interessiert, profitoverlife.org. 3 Wochen nach der Auftragsarbeit des Reichstagsbrand
Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, Kurzfassung, Adolf Hitler schreibt die Gesetze im Interesse der IG Farben. Im Oktober 1933, kein halbes Jahr später, trifft man sich öffentlich. Man feierte den geglückten Staatsstreich. Die IG Farben Nazi-Junta traf sich in München. Hier den Herrn kennen Sie links, das ist der IG Farben Direktor Hermann Schmitz. Man errichtete ein Politbüro, die IG Farben, in Berlin. Man wollte nah an der Regierung sein. Der Vorstandsvorsitzende der IG Farben, Karl Grauch, wurde Chef des Planungsbüros für den sogenannten Vierjahresplan von Göring von 1936 bis 1940. Über diese 4 Jahre wissen wir Bescheid, dass sie der Kriegsplanung und Kriegsvorbereitung dienten. Was folgte, war die zielstrebige Übernahme der Schlüsselindustrie in Europa durch die IG Farben. Bereits 1938, nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Nazi-IG Farbenreich, beginnt sich die Investition der IG Farben in die Nazi-Machtergreifung auszuzahlen. Die IG Farben übernimmt die Skoda-Werke Wetzlar gegen alle Widerstände, quasi umsonst. Ab 1939 begann die Eroberung des Euromarktes durch das Chemie-Pharma-Kartell. Die Argumente und die Methoden der Eroberung dieses Marktes von Lissabon bis Sofia waren überzeugend. Wenn Sie dachten, das ist schon harter Tobak, dann nehme ich Sie jetzt mal in eine ganz andere Welt mit. Was gab dieser dreisten Truppe aus Geschäftsinteressen und skrupellosen Politikern die Gewissheit, dass sie die ganze Welt bombardieren können? Ein Patent. Die entdeckten, wie man aus Luft Stickstoff machen kann. Oder andersrum, wie man den Stickstoff in der Luft zu Ammoniak synthetisieren kann. Und Ammoniak ist die Grundstufe für Sprengstoff. Die machten Bomben aus Luft und hatten ein Patent drauf. Und so kam es, dass die IG Farben 100% des Sprengstoffs für den Eroberungskrieg lieferte, der als Zweiter Weltkrieg in die Geschichte eingehen würde. Das Patent, das den Zweiten Weltkrieg ermöglichte, gehörte der IG Farben. Der Statthalter der Nazi-IG Farben-Koalition sprach zum Thema Europa am 7. März 1936, also ein halbes Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die europäischen Völker stellen nun einmal eine Familie auf dieser Welt dar, eine Familie. Es ist wenig klug, sich einzubilden auf die Dauer in einem so beschränkten Hause wie Europa, eine Völkergemeinschaft verschiedener Rechtsordnungen und Rechtswertungen aufrechterhalten zu können. Es ging gar nicht um die Zerstörung Europas. Und im Sommer 1940, auch dies ein Dokument aus dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal gegen die IG Farben, schrieb der IG Farben-Direktor Knierim einen Brief an die Nazi-Regierung am 20. Juli 1940. Man hatte gerade Frankreich unterworfen und feierte den Triumph in Paris. Da setzten die Burschen sich hin und sagten, jetzt wollen wir euch mal sagen, wie es in Europa weitergeht. Ich lese Ihnen mal vor. Der Friedensvertrag mit Frankreich, was immer Frieden meinte da, wird weitgehende Änderungen im politischen und wirtschaftlichen Aufbau große Teile Europas bringen. Man wird vielleicht davon ausgehen können, dass unter deutscher Führung ein europäischer Großraum entsteht, der außer Großdeutschland eine Reihe weiterer und so weiter und so fort Staaten umfasst. Hier drüben wird es noch besser. Die weitergehende und als ideal zu bezeichnende Lösung bestünde darin, für den ganzen unter deutscher Führung stehenden europäischen Raum ein einheitliches Patent
dadurch zu schaffen, dass das formelle und materielle Patentrecht durch ein einziges Gesetz und so weiter und so fort geregelt wäre, das dem deutschen Gesetzgeber vorbehalten wird. Europa sollte ein Patentrecht bekommen, Europa sollte eine Währung bekommen, sollte einen Gerichtshof bekommen, alles unter Führung der IG-farben Nazi-Koalition. IG Auschwitz. Man sagt uns, wie schrecklich Auschwitz war. Die Konzentrationslager, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Aber wusstet ihr das hier? Dass 7 Kilometer von den Konzentrationslagern weg die größte Industrieanlage der damaligen Welt entstanden war? Die IG Auschwitz. 100%ige Tochter von Bayer, Höchst, BASF und anderen IG-Farben-Konzernen. Geplant dort war die chemische Kriegsproduktion zur Eroberung Osteuropas. 24 Quadratkilometer, 8 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, 8 Kilometer zurück, 3 Kilometer breit. Hier eine Luftaufnahme, das ist die IG Auschwitz. Hier sind die Konzentrationslager, das ist Birkenau. Wussten Sie davon? Bei den 60-Jahr-Feiern zur Befreiung des Konzentrationslagers waren 45 Staatsoberhäupter dort. Was glauben Sie, wie viele von denen im Konzentrationslager waren und wie viele dorthin gingen? Alle waren sie da. Keiner war dort. Das KZ Auschwitz wurde mit Hilfe der IG Farben vom Zwangsarbeitslager zum Vernichtungslager ausgebaut. Die Deutsche Bank gab einen Kredit an die IG Farben von 1 Milliarde Reichsmark. Einer von zigtausenden Sklavenarbeitern war der junge polnische Häftling mit der Nummer 6804, August Kowalczyk. Die Pharmasparte von Bayer IG Farben erprobte ihre Chemopräparate im KZ. Präparat BE1034. Warum steht denn da so eine komische Bezeichnung? Warum steht da nicht Rotenol oder Salvasan? Patente. Geheimhaltung. Die Präparate, die dort getestet waren, waren nicht für die Gesundheit gedacht, sondern für das Geschäft. Die meisten Tests, die dort durchgeführt wurden, wurden mit einer neuen Präparateklasse durchgeführt, die nannte sich Chemotherapie. Wir haben über Patente gesprochen. Aus diesem einen Stickstoffmolekül macht man Sprengstoff, patentiert diesen Prozess. Man kann aus Stickstoff auch anderes machen. Man verschmilzt 2 Stickstoffmoleküle zu einer Molekülgruppe, die nennt sich Azo-Gruppe. Dann hat man eine Chemikalie, die man den KZ-Insassen infundiert oder in Tablettenform gibt und guckt, ob das als Chemotherapeutikum wirkt, weil es so giftig ist. Der Großteil der Testpersonen überlebt nicht. Dann höre ich immer, ach, das waren ja die SS-Ärzte. Auch dies Dokumente aus Nürnberg, Bayer, Höchst, ein Lieferschein an den Herrn SS-Obersturmführer Dr. Vetter, Lagerarzt, Konzentrationslager Gusen. Wir liefern Präparat 3582. SS-Lagerarzt. Hier ein Schreiben der IG Farben an ihren Mitarbeiter Dr. Vetter von der Personalabteilung von Bayer. Wir schulden Ihnen, Herr Dr. Vetter, noch 375 D-Mark Urlaubsgeld fürs letzte Jahr. Auf der Rampe in Auschwitz
war die Zahl der Testpersonen für diese schrecklichen Experimente unbegrenzt. Die Ärzte wählten aus. Selbst Kinder dienten der Bayer IG Farbensparte als Testpersonen. Eine Versicherung gegen die Gesundheitsschäden der Bayer Privater gab es nicht. Die Opfer des Pharmatests wurden in den Gaskammern des KZs entsorgt. Und die IG Farben verdiente noch an diesem Prozess, denn das Zyklon B, was benutzt wurde, kam von der IG Farben-Tochter Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfungsmittel mit ihrem Vorstandsmitglied Wurster. Und so geschah es, dass 1947 das Verfahren Nummer 6 gegen die IG Farben-Manager eröffnet wurde, wegen der Kriegsverbrechen, die sie begangen. Der US-Chefankläger Telford Taylor fasste seine Anklage folgendermaßen zusammen: Ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Doch uns, erzählte man, die politischen und militärischen Handlanger wurden abgeurteilt. Das verkaufte man uns als das Nürnberger Tribunal. Man erzählte uns nichts davon, dass die Aktien von Bayer Höchst und BASF von IG Farben an die Konkurrenz in den Siegermächten übergingen, nämlich die Rockefeller-Gruppe in den USA und die Rothschild-Gruppe in Großbritannien und Frankreich. Und was diese Herren machten, erzählte man uns auch nicht. Die hatten nämlich ein Interesse daran, dass die im Nürnberger Verfahren verurteilten IG Farben-Manager möglichst schnell wieder rauskamen und für sie ihre Arbeit weitermachten. Und so wundert es auch nicht, dass Karl Wurster, den wir eben schon kennengelernt haben, nach dem Krieg 13 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des BASF-Konzerns war. Es wundert auch nicht, dass Fritz Termeer, der in Nürnberg wegen Völkermord und Versklavung von Zwangsarbeitern und anderen Verbrechen gegen das Menschenrecht rechtskräftig verurteilt war und im Gefängnis saß, keine 10 Jahre später wieder auf dem Sessel des Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Bayer saß. Heinrich Mückter, während des Zweiten Weltkriegs als Arzt und Chemiker, als stellvertretender Leiter des Instituts für Fleckfieber- und Virusforschung beim Oberkommando des Heeres in Krakau tätig. Krakau, das wissen Sie wahrscheinlich, war die Verwaltungshauptstadt von Auschwitz. Obwohl nach dem Krieg wegen Kriegsverbrechen gesucht, bot ihm die deutsche Pharmafirma Grünenthal Unterschlupf. Sagt Ihnen der Name was? Heinrich Mückter war der sogenannte Erfinder von Contergan. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gingen nach dem Krieg nahtlos weiter. Hans Globke, Nummer 101 auf der Kriegsverbrecherliste der Alliierten, Co-Verfasser der Nürnberger Rassengesetze, Komplize von Stuttgart, dem Mitglied der Wannsee-Konferenz, wo 10 Millionen Juden in Europa ihr Todesurteil empfingen, entging der Verurteilung in Nürnberg nur, weil er als Kronzeuge gegen seine ehemaligen Komplizen aussagte. Er war derjenige, der in den besetzten Ländern die Gesetze umformulierte, um sie den Interessen der IG Farben und den Nazis anzupassen. Nach dem Krieg? Dann nutzte dieser Herr links die Dienste dieses erfahrenen Mannes, der erste Kanzler Westdeutschlands damals, Konrad Adenauer. Er machte Globke zum Chef seines Kanzleramts. Als Chef des Kanzleramts war Globke verantwortlich für quasi alles, was sich im politischen Leben Westdeutschlands damals vollzog. Kontakte zu allen politischen Parteien, zum Kanzler, das Auswärtige Amt, die Ernennung aller Personen im Auswärtigen Dienst, Geheimdienst, Kontakt, Verfassungsschutz, Öffentlichkeitsarbeit,
Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Er hier, den kennen wir, Herr Wurster, fand alsbald einen jungen, aufstrebenden Mitarbeiter der BASF mit Namen Helmut Kohl. Zwei Jahrzehnte später war er Bundeskanzler. Eine magische Hand hatte ihn von den Reihen des BASF-Mitarbeiters ins Kanzleramt geführt. Sein Nachfolger, so wollte er es, sollte Herr Schäuble werden. Die Partei wollte es nicht. Drum wurde es sein Mädchen. Er nannte Angela Merkel immer sein Mädchen. Und jetzt machen die beiden in Deutschland die Politik. Wenden wir einen Blick von Deutschland auf Europa. Professor Dr. Jur W. Hallstein, Chef der juristischen Fakultät in Rostock während des Krieges, in einem Referat zum Thema Rechtseinheit Großdeutschlands. So ist, um nur die wichtigsten hierher gehörenden Vorgänge zu nennen, das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre eingeführt, in den besetzten Gebieten dann. Nach dem Krieg finden wir den Nazi-Blut- und Ehre-Juristen Hallstein an ganz anderer Stelle wieder. Er unterschreibt mit Adenauer zusammen die römischen Verträge 1957, die Grundlage dessen, was wir heute als EU kennen. Noch besser. Er wird ihr erster Kommissar. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind die mit ihrem militärischen Eroberungsfeldzug gescheitert, diese Interessensgruppen. Und gerade mal 10 Jahre später sitzen sie wieder an den Schaltstellen für den nächsten Eroberungsfeldzug, diesmal mit politischen und ökonomischen Mitteln. Und so trifft man diese Burschen immer wieder. Hallstein und Wurster, Chef der IG Farbentochter Höchst, propagieren die Vereinigten Staaten von Europa. Kein Witz. Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa, Treffen Juli 1969, Walter Hallstein, Professor Karl Winnacker, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Farbwerke Höchst. Das Politbüro wandert. Man kann es nicht mehr in einem Land machen, das diese Geschichte hinter sich hat. Also baut man es in einem anderen Land auf, das ganz unschuldig und klein anderswo positioniert ist. Die Interessensgruppen sind dieselben. Wir stellen fest, Nazi- und IG Farben-Männer installieren die Europäische Kommission als das Politbüro des Pharmakartells im Nachkriegseuropa. Chemie-, Pharma-, Ölkartell ernennt die EU-Kommission als politische Exekutive. Die EU-Kommission entscheidet Gesetze, Direktiven, Verordnungen für 400 Millionen Menschen in Europa. Nicht Sie, nicht Herr Gusenbauer, nicht Ihr Parlament. Die EU-Kommission, für die Sie genauso wenig wie ich jemals gewählt haben. Sie auch nicht wählen können. Denn das Modell Europa ist gar nicht als Demokratie angelegt. Die bestimmen die Zusammensetzung der EU-Kommission und dann ist hier eine dicke Wand dazwischen. Und dann gibt es parallel dazu eine Europawahl, die nächste in 2009. Weil Sie denken, ui, wir wählen Europa, was Sie nicht wissen. Das EU-Parlament hat darauf gar keinen Einfluss. Das ist, wenn man so will, ein Palaververein. Es gibt eine Mauer hier. Das ist nur da für Sie, dass Sie denken Demokratie. Die Brüsseler EU, müssen wir mit Entsetzen feststellen, ist gar keine Demokratie oder eine demokratische Struktur. Grundlage jeder Demokratie ist der Grundsatz, dass alle Macht vom Volke ausgeht.
Und wenn die politische Exekutive, also die EU-Kommission in diesem Fall, nicht mehr durch den Willen des Volkes kontrolliert wird, wird aus der Demokratie eine Diktatur. Jetzt gucken wir uns kurz an, was das Ziel einer solchen Diktatur sein könnte. Ist ganz einfach. Das Geschäft wird fortgesetzt. Das waren die ursprünglichen Pläne der IG Farben, was sie vorhatten mit der militärischen Eroberung Europas. Kontrolle über patentierte Pharmapräparate von ganz Europa, von Sofia, von Lissabon bis Sofia. Patentierung von chemischen Produkten, Hightech-Produkte. Die EU-Pläne der IG Farben Nachfolger. Dasselbe. Die blauen Kreise sind uns schon vertraut. Da waren wir vorhin stehen geblieben. Zwei Moleküle machen eine Azo-Gruppe. Wenn man drei Moleküle, das sind die Präparate, die im KZ Auschwitz getestet wurden, wenn man drei Moleküle Stickstoff zusammenbringt, bekommt man eine Azido-Gruppe. Das ist ein Kind in einem Lego-Baukasten, kann das machen. Das ist die chemische Grundlage für das, was nach dem Krieg als gigantische Märkte geschaffen wurde und was durch das EU-Konstrukt geschützt wird und gefördert wird, das ist die Grundlage für das AIDS-Marketing ACT. Ist das meistverwandte AIDS-Chemopräparat in Afrika. Auschwitz, Völkermord, Afrika, Völkermord. Patente, Patente. Damit nicht genug. Wir müssen verstehen, Patente sind der Schlüssel der ökonomischen Kontrolle über ganz Europa. Der Bereich Pharma und Gesundheit ist nur einer davon. In den letzten Jahren hat sich dieser Bereich ausgeweitet, Genpatente. Genpatent bedeutet Besitz ganzer Organe unseres Körpers oder ganze Körperteile durch Konzerne. Also Hoffmann La Roche besitzt das Herz. Wenn einer mal eine, wenn es technisch möglich wird, eine Herztransplantation braucht mit einem neu gezüchteten Herzen, ist er von Roche abhängig. Patente sind nicht nur der Schlüssel der ökonomischen, sondern auch der politischen Kontrolle über ganz Europa. Dieses Bild macht es eindrucksvoll deutlich. Der nächste Multimilliardenmarkt mit Patenten des Pharma-Chemie-Ölkartells ist gentechnisch veränderte Nahrung. Die Birnen, die Kartoffeln, die in unserem Garten seit Generationen gewachsen sind, werden ersetzt durch Kartoffeln und Birnen, wo ein kleines Teilchen, eine Nukleotidsequenz, der Baustein alles der Erbsubstanz, ein DNA-Teilchen verändert ist. Damit kann man patentieren, weil es nicht mehr die Kartoffel aus dem Garten ist, sondern eine neue Produktgruppe. Und jetzt, das passiert jetzt schon, jetzt baut man ein weiteres Gen ein. Was diese Saat nur einmal im Jahr aufgehen lässt, danach nie wieder. Ein sogenanntes Terminator-Gen. Jetzt denken Sie mal den nächsten Schritt. Diejenigen, die diese Patente besitzen, dieses Saatgut kontrollieren, denen ist die Bevölkerung irgendwann auf Gedeih und Verderb ausgesetzt. Die können mit einem Federstrich, können sie eine Hungersnot erzeugen. Wenn Sie sich nicht entsprechend verhalten, wenn Sie weiterhin zu diesen Veranstaltungen von dem Rat gehen oder gar in seiner Gesundheitsallianz mitarbeiten.
Jetzt beantworten Sie sich die Frage, wir haben viel über Patente gesprochen. Jetzt beantworten Sie sich mal die Frage, was würde eigentlich geschehen, wenn es in ganz Europa ein Gesetz gäbe, dass die Patentierung von Produkten in den entscheidenden Lebensbereichen, die uns, unseren Körper, unser Leben angehen, verbieten würden? Was wäre denn dann? Würden wir in einem besseren oder in einem schlechteren Europa leben? Ich komme auf die Reaktion zu sprechen kurz, die im Juli 2007 nach unserer Veröffentlichung losging. Den Herrn hier kennen Sie wahrscheinlich. Er sitzt in Berlin im Kabinett von Frau Merkel. Seit dem 20. Juli, seit wir diese Fakten hier veröffentlichten vom Nürnberger Tribunal, hat er keine ruhige Nacht mehr. Wochenlang war er jeden Tag im deutschen Fernsehen zumindest und forderte die Online-Internet-Durchsuchung. Vielleicht ist es sogar übergeschwappt nach Österreich. Er wollte unbedingt, dass er das Recht hat, jeden Bürger in Deutschland in den Computer zu gucken, runterladen, was er wollte. Es gibt eine Existenzangst des Pharmakartells. Die Aufdeckung des Pharma-Investment-Geschäfts als organisierten Betrug, das, was wir heute besprochen haben. Die Entdeckung der Entdeckung in der Zellularmedizin als Alternative für viele Krankheitsbereiche. Auch das haben wir heute besprochen. Und schließlich durch die Aufdeckung der kriminellen Hintergründe des Pharmakartells. Wissen Sie, als ich früher aufgetreten bin, da haben mir die Leute gesagt, Dr. Rath, wenn das wahr ist, was Sie sagen, dann gibt es unter uns eine Industrie, die Pharmaindustrie, die bewusst das Leben von Millionen Menschen riskiert. Das glauben wir nicht. Sie sind ein Verschwörer. Jetzt sage ich, geht zu der Webseite Profit Over Life. Wenn ihr eine halbe Stunde dort wart, habt ihr verstanden, die haben es schon mal gemacht. Und so sind alle Machenschaften, die Sie jetzt mitbekommen haben und die Sie in den nächsten Wochen und Monaten noch zuhaufe mitbekommen werden, Terrorismushysterie, Irakkrieg, das Aufheizen gegen den Islam, Vogelgrippenhysterie, Maul- und Klauen, alle Maßnahmen haben ein gemeinsames Ziel, Sie psychologisch unter Druck zu setzen, damit Sie zustimmen, dass noch mehr Bürgerrechte abgeschafft werden. Damit das Pharmakartell noch mehr Kompetenz übernimmt. Und wenn selbst der Spiegel, der ja sonst allen Schabernack mitmacht, einen Titel über den Schäuble Ideen aus der Giftküche bezeichnet, da muss man aufwachen. Telefonnummernspeicherung in Deutschland, haben Sie mitbekommen, beschlossene Sache. Jeder Anruf, den jeder Mensch von 80 Millionen Deutschen tätigt, wird registriert, wohin er geht. Jedes Fax, die Nummer wird registriert. Jede E-Mail, die Sie schreiben, wird registriert. Autonummern. 7 Bundesländer registrieren jedes Auto, was vorbeifährt. Automatisch. Computerdurchsuchung. Ist noch nicht durch. Und wenn alles nicht mehr hinhaut, wenn die Menschen aufwachen und erkennen, dass ihre Federmütter noch leben könnten, wenn sie das, was sie heute hier gehört haben, früher gewusst hätten, wenn sie wütend werden, dann braucht man das hier. Den Bundeswehreinsatz im Innern. Europäische Politiker, die das Pharmakartell an die Macht brachte. Sie haben wir schon kennengelernt, Tony Blair, Gordon Brown, genau dasselbe. Über den müssen wir besonders sprechen. Nicolas Sarkozy, einer der gefährlichsten Politiker, der nach meiner Einschätzung noch gefährlicher ist als Bush.
ist mit Methoden an die Macht gepusht worden, die an 32 und 33 nahtlos erinnern. Erinnern Sie sich an die umgestürzten Autos in den Vororten von Paris? An den Bombenanschlag in Nordafrika? Herr Sarkozy war da und präsentierte sie als Mann von Law and Order, Gesetz und Ordnung. Genau wie der Herr vor 75 Jahren. Und so kam er an die Macht, weil die Menschen dachten, Mensch, der bringt mal Ordnung rein. Genau wie damals. Und die erste Maßnahme, die dieser Mann ergreift, ist es, der Welt den Dritten Weltkrieg zu erklären. Genau wie damals. Und wir verstehen es. Ich kann es Ihnen nicht ersparen, dieses Bild. Wir stehen am Rande des Dritten Weltkrieges. Nicht wegen des Terrorismus. Weil es einen Industriezweig unter uns gibt, der ohne diesen Krieg gar nicht überleben wird. Es geht auch nicht um die Zerstörung. Es geht darum, ein weltweites Schreckens, psychologisches Schreckensszenario zu erzeugen, das den 11. September in den Schatten stellt. Kriegsrecht einzuführen. Als erste Maßnahme des Kriegsrechts für die Pharmaindustrie als unantastbar erklärt, als kriegsentscheidend. Angriffe auf die Pharmaindustrie werden unter Strafe gestellt. Nur so kann dieses Betrugsgeschäft überhaupt noch überleben. Und weil das so ist, haben wir uns nicht nur bei einer Veranstaltung zu Wort gemeldet wie hier, sondern auch in der New York Times. Als Sarkozy vor 2 Wochen die USA besuchte, haben wir einen offenen Brief veröffentlicht in der New York Times, warum Sarkozy und Bush den Dritten Weltkrieg brauchen. An die Menschen Amerikas, an die Regierungen der Weltvertretung der UN. Dort haben wir reingeschrieben, dass diese Interessen aktiv den Dritten Weltkrieg suchen. Kartellinteressen des Pharma- und Ölgeschäfts. Das war natürlich auch ein Test für die New York Times. All diese Dinge gehen durch die juristische Abteilung dieser Zeitung. Die veröffentlichen nichts, was sie nicht verantworten können. Sie haben alles belassen. Mehr noch. Sie haben selbst ein Editorial veröffentlicht, wo sie genau dasselbe geschrieben haben, wo sie ihrer Regierung die Leviten gelesen haben und gesagt haben, hört nämlich auf, den dritten Weltkrieg herbeizureden. Die New York Times. Ihrer eigenen Regierung. Unter dem Vorwand angeblicher Terrorismusbekämpfung wird ganz Europa in eine Diktatur im Interesse des Pharmageschäfts verwandelt. Das Milliardeninvestmentgeschäft mit der Krankheit soll auch gegen den Willen von Millionen Menschen und gegebenenfalls mit Gewalt durchgesetzt werden. Dazu wird das Leben von 400 Millionen Europäern in einer dauerhaften und vollständigen Kontrolle unterworfen. Telefonkontakte, Faxnummern, E-Mails und so weiter und so fort sollen rund um die Uhr nicht nur in Deutschland, sondern europaweit gespeichert werden. Diese Einschränkung der Bürgerrechte von 400 Millionen Menschen geschah durch eine sogenannte Direktive, eine Art diktatorischer Erlass der EU-Kommission. Eine Handvoll Politkommissare, von niemandem gewählt, hat in unserer Zeit, während Sie hier sitzen, das Recht, ganz Europa beschatten zu lassen. Mit einem Federstrich. Der große Bruder kommt nicht erst, er ist schon da. Und deswegen wird auch der EU-Vertrag, den Sie uns jetzt hier präsentieren, zu Fass. Während die politischen Handlanger des Chemie- und Pharmakartells ganz Europa in eine Diktatur der Konzerninteressen verwandeln, erwarten Sie von uns, den 400 Millionen Menschen Europas, dieser Diktatur unwidersprochen hinzunehmen. Für eine echte Verfassung eines neuen Europas der Menschen fehlt den EU-Politikern schon längst die moralische
Legitimation, obwohl alle wissen, dass nur eine von den Bürgern Europas gebilligte europäische Verfassung die Grundlage eines neuen Europas sein kann. Stattdessen präsentieren Sie Ihren Völkern, den Menschen hier in Österreich, drüben in Deutschland, einen fragwürdigen EU-Vertrag, der keine Grundlage für ein Europa der Menschen ist, sondern ein Europa der Konzerne zementiert. Mehr noch, über diesen von Kartellinteressen diktierten EU-Vertrag soll der Bevölkerung gegenüber eine Pseudo-Legitimation der Brüsseler EU-Strukturen vorgespielt werden. Wenn Sie da mitmachen, dann sagen die, ja, ihr habt euch nicht gewehrt. Ihr habt dem doch zugestimmt. Wenn eure Kinder eines Tages fragen, wie konntet ihr? Hätten wir uns vielleicht mehr schlau machen müssen. Tatsächlich stellt dieser sogenannte EU-Vertrag die juristische und moralische Legitimation eines Orwellschen Europas dar, der dem Pharma-Chemie-Kartell als Freibrief dient, um den Menschen Europas auf Generationen hinaus, nicht nur ihnen, Hab und Gut, ja Gesundheit und Leben abzupressen. Und ich habe dieses mit Bedacht gewählt. Der EU-Vertrag, der uns hier präsentiert wird, ist ein europaweites Ermächtigungsgesetz. Dieselben Interessensgruppen des Chemie-Pharma-Ölkartells, die bereits 1933 in Deutschland die Abschaffung der Demokratie und den Aufbau einer Diktatur finanzierten, sind aktiv dabei, dies ein weiteres Mal zu tun. Diesmal ist der Tatort nicht ein Land, wie damals Deutschland, sondern ein ganzer Kontinent, Europa. Mithilfe ihrer politischen Handlanger, die sich heute auf die führenden Pharma-Exportländer verteilen, neben Deutschland vor allem Frankreich und Großbritannien, soll Europa in eine Diktatur im Dienste von Kartellinteressen verwandelt werden. Die Methode der Machtergreifung des Kartells sind heute fast eine 1:1-Kopie der Methoden von 1933. Unter dem Deckmantel von Terrorhetze und Durchschürung von Fremdenhass, damals gegen die Mitbürger jüdischen Glaubens, heute gegen die des islamischen Glaubens, wird die Bevölkerung Europas psychologisch so unter Druck gesetzt und systematisch ihrer Bürgerrechte beraubt. Das Ermächtigungsgesetz, das den Kartellinteressen der europaweit und unbegrenzt Zugriff auf die politische Exekutive sichert, liegt vor. Es ist der EU-Vertrag, der in den nächsten 2 Jahren offiziell in Kraft treten soll. Doch von hier aus sagen wir diesen EU-Politikern, ihr habt nicht nur den Mut, eine Verfassung vorzulegen, weil euch die moralische Legitimation fehlt. Ihr habt die moralische Lufthoheit über die Menschen Europas längst verloren. Es ist höchste Zeit, dass wir es euch sagen. Und so endet mein Vortrag heute auch nicht mit einem negativen Bild, wie schlimm das ist. Wisst ihr, in der Medizin ist so, wenn eine Krankheit sich so fortentwickelt hat, dass ein Abszess entstanden ist, eine Eiterbeule, die immer größer geworden ist, dann hilft nur eins. Man nimmt ein Skalpell und schneidet es auf.